Leon, sind die Rapper hinter der Kamera respektvoll? Lieblings-NBA-Team? I need you here. Smash it in, man. Wer ist dein All-Time-Favorite-Rapper aus Deutschland? Mach mal ein paar Chaias klar, vor Kamera auf Vibes angelehnt. Hast du noch Kontakt zu Patik oder Mischa? Das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, Digga. Leon, Bro, deine Meinung, stehen Frauen auf Muskeln oder eher nicht? Eines Tages beim Duschen einfach geheult, weil ich an was gedacht habe, so, und ich habe noch nie... Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club. Auf jeden Fall korrekt, dass ihr wieder hier so zahlreich am Start seid. Ich sehe schon, der Chat dreht durch. Leon, sind die Rapper hinter der Kamera respektvoll? Ja, voll. Also muss ich auch dazu sagen, also ich muss auch sagen, dass ich von den Rappern an sich immer sehr viel Respekt gekriegt habe, so, ne? Also da hat keiner mit mir irgendwie dumme Faxen gemacht oder so oder irgendwie Sachen gemacht unter einer Gürtellinie oder irgendwas. Nee, Bruder. Also ich habe immer... So, die haben immer schon so einen gewissen Respekt an den Tag gelegt und das ist auch korrekt, finde ich. So. Also ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, was Respekt angeht, so, weißt du? Was Persönlichkeit angeht, normal, aber das ist da auch immer, ist ja auch, jede Persönlichkeit kommt mal mit einer Persönlichkeit klar und kommt mal mit einer anderen Persönlichkeit nicht klar. Aber was dieser respektvolle Umgang an sich angeht, so muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr viel Respekt und sehr viel Liebe gekriegt von den Jungs. So. Sehr viel sogar. Wann kommt neue Podcast? Habt ihr Abnummer gefeiert? Ja, Bro. Wichtig. Wichtig, Bruder. Danke für den Hinweis. Kriegst du Dehnungsstreifen durch Training? Nö. Aber dadurch, dass ich auch nie gestopft habe, Digga, bei mir ist auch immer so Step by Step, weißt du? Gewachsen die ganze Sache. Die ganze Nummer hier. Deswegen habe ich keine Stripes. Ist Shindy wirklich so abgehoben, wie der sich gibt oder nicht? Ich habe noch nie gehört, dass Shindy abgehoben ist. Ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, dass der abgehoben ist. Ich habe dem einmal geschrieben, zweimal, glaube ich, geschrieben, Insta und immer sofort eine Antwort gekriegt. Warst du während Bodybuilding-Zeit mal richtig fett oder hast du nie richtig krass gebulkt? Doch, doch, ich war schon mal ein bisschen mehr, Digga. Also ich habe schon mal ein bisschen was drauf gehabt, auch im Gesicht und so war ich da ein bisschen dicker. Aber fett würde ich es nicht nennen, nee. Ich stoffe auch nicht und habe Dehnungsstreifen. Liegt doch an der Haut, glaube ich. Es gibt so eine Cream, die man drauf machen kann. Schon mal Kreatinkur gemacht. Ich nehme Kreatin durchgängig. Machst du mal wieder ein Video zu Ernährung, Sport? Soll ich? Eins in Chat, wenn ich soll. Lieblings-NBA-Team. Damals Bulls und dann 76ers, Bro. Allen Iverson war so nach Michael Jordan mein... Wo ich gesagt habe, ja, geil. Hol mal wieder Laura nach Tulum, die kommt bald. Hoffentlich. Laura, if you see it, I need you here. Jetzt schreibt er wieder alle eins in den Chat, Bruder. Und am Ende des Tages mache ich dann ein Fitnessvideo und es juckt dann wieder keinen. Also, lügt nicht. Smash it in, man. Warum siehst du so fresh aus? Wie oft trainierst du? Einmal am Tag, Bruder. Eigentlich zweimal, wenn ich überlege. Also, ich trainiere jeden Tag morgens. Morgens früh mache ich immer 50 Hampelmänner, 50 Sit-Ups und 50 Liegestützen. Und danach mache ich so 20 Minuten Yoga. Geil. Auf Vibes angelehnt. Und dann gehe ich duschen, Digga. Und dann gehe ich meistens später dann nochmal zum Training, ne? Also zum richtigen Training. Wer ist dein All-Time-Favorite-Rapper aus Deutschland? Schwer. Schwer zu sagen, Digga. Von der Musik her oder von der Persönlichkeit? Bruder, stimmt es, dass 6-mal die Woche Krafttraining zu viel ist? Nein. Mach mal ein paar Chaias klar, vor Kamera auf Vibes angelehnt. Nö. Hast du noch Kontakt zu Patik oder Mischa? Mit Patik habe ich kurz geschrieben, Mischa habe ich hier getroffen. Alles nicht so lange her. Von Musik her. Beste Künstler Deutschland aktuell oder was? Von Musik her? Puh, schwer. Leon Lovelock würde ich sagen. Auf eure Reaktionskette von dir und Marv? Nö. Juckt mich auch nicht mehr, Digga, sag ich dir ehrlich, Bro. Wie gesagt, Digga. Lass mal Texas in Texas sein. Wir sind hier in Tulum. Und wenn man sich mal sieht, dann sieht man sich mal und dann klärt man das. So läuft das bei uns. Welche Sprachen kannst du sprechen? Deutsch, Englisch? Ich kann gut Spanisch verstehen mittlerweile. Ich habe so ein bisschen Vibes auch für Türkisch am Start. Fühle ich, kann ich auch viel verstehen. Ansonsten war's das.
Leon Bro, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, Digga. Leon Bro, deine Meinung, stehen Frauen auf Muskeln oder eher nicht? Ja. Safe. Nicht alle wollen so einen neben sich haben, so. Aber so ein bisschen sportlich und Muskeln ist keine Frau abgeneigt, sage ich. Aber es muss nicht hier die fetten Arme sein und so. Also du kannst auch skinny sein, ein kleines Sixpack haben, so, ist auch geil. Aber so ein bisschen was muss schon da sein, finde ich. Für mich persönlich auf jeden Fall und viele Girls finden das auch nice, glaube ich. Ja. Oberflächlich getalkt. Wir reden jetzt nur noch, ob die es geil finden oder nicht, ne? Wir reden nicht davon, ob es andere Sachen gibt, die wichtiger sind oder so. Dann haben wir einen anderen Talk an der Stelle. Ah, geil, jetzt wieder Motivation zum Trainieren, Brudi. Ey, ob du es glaubst oder nicht, ne? Ich hab vor einem Jahr oder zwei ungefähr, habe ich einen Bruder kennengelernt im Fitnessstudio. Der hat angefangen, meine Videos zu schauen, wo der ungefähr 15 war. Und dann hat er stehen Frauen auf Muskeln geschaut und dann hat er gesehen, dass sie alle auf Muskeln stehen. Und dann war der so motiviert, dass er drei Jahre später, wo er mich dann getroffen hat im Gym, Bro, der war ein Motherfucker. Der hat mir vorher nachher Foto gezeigt, der war skinny. Nach drei Jahren, der ist so groß wie ich, 1,90, boom, Alter, mit 18. Und sagt, hier, wegen dir. Wegen stehen Frauen auf Muskeln. Du hast mich motiviert, Digga. So, das ist krass. So, das ist, eigentlich denkst du so, dummer Content, wo dich Leute, die meisten Leute drüber lustig machen und so, hast du einfach junge Leute dazu motiviert, was aus ihrem Körper zu machen. Fühl ich, feier ich, prägt mich. Bin auch am Überlegen, für drei Wochen nach Mexiko zu gehen. Tulum, Cancun. Eigentlich will ich sogar alleine hin, aber die Angst hindert mich immer noch. Bro, do it. Vertrau mir. Komm einfach hier hin. Also alle Leute, die hier alleine hergekommen sind, die bereuen es nicht. Und hab auch keine Angst davor, den Schritt alleine zu machen. Du wirst hier so viele coole, liebe, herzliche Menschen kennenlernen, dass du dich nicht alleine fühlen wirst. So. Und das wirst du am ersten Tag direkt merken. Sofort. Das heißt, nimm deine Eier zusammen und komm einfach hier hin. So, komm hier hin, aber mit einem stabilen Mindset. So, alle Leute, die nicht stabil mit sich selbst am Start sind und noch ein bisschen labil sind, die werden sich hier verlieren. Also ich glaube, es gibt keinen Ort, wo ich bis jetzt war auf der Welt vorher. Und ich war schon an ein paar Orten, wo man sich so leicht verlieren kann. Weil hier gibt es jeden Tag Party, Alkohol, Drogen, Frauen. Das gibt es hier jeden Tag en masse. Und du wirst jeden Tag darauf eingeladen, du lernst jeden Tag Leute kennen, die mit dir Bock haben, irgendwas zu machen und so. Um da dich unter Kontrolle zu haben, da dich zu bremsen, das ist hier die Challenge, weil hier gibt's viel Haram, hier gibt's viele Sachen, du kannst hier, Teufel ist hier groß, Bro, sag ich dir, wie es ist, du kannst hier viel Scheiße machen, so, ne? Aber das Gute und das Paradies ist hier auch groß, Bruder. Und wenn du dich selber unter Kontrolle hast und die richtigen Entscheidungen triffst, die richtigen Menschen dir holst, so quasi, oder die richtigen Menschen anziehst, die richtigen Erlebnisse mitmachst, so, dann kannst du hier auch krass zu dir selber finden, Dinge, die in dir sind. Also ich habe sofort das Gefühl gehabt, als ich hier angekommen bin, und ich bin hier angekommen und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich sofort angefangen habe, innerliche Sachen von mir zu verarbeiten, so, die tief sitzen. So, ich habe eines Tages beim Duschen einfach geheult, weil ich an was gedacht habe, so, und ich habe noch nie so krass geweint alleine, so. Und ich bin der Meinung, das liegt an dem Ort hier, das liegt an der Energie hier. Hier ist irgendwas Besonderes, so. Und es werden sich wahrscheinlich viele denken, der Typ ist einfach kaputt, aber ich will es nur den Leuten ans Herz legen, die ein bisschen Vertrauen zu mir haben, die vielleicht ein bisschen Liebe für mich haben, so. Kommt hier hin. Und, weiß ich nicht. Verarbeitet eure Probleme, die ihr habt, so. Weil jeder von uns hat Probleme und in Deutschland schaffen wir es nicht, daran zu arbeiten. Ja, Mann. War jetzt ein bisschen spirituell und ja, ich küsse euer Herz. Hast du dort einen Freundeskreis aufgebaut? Jein. Ja, doch, eigentlich schon. Ich bin aber kein Fan von großen Freundeskreisen. Es gibt eigentlich bei mir in meinem Leben immer nur ein, zwei Menschen, so. Ja, und da gibt es einen Bruder, der hier ist, und es gibt auch eine Dame, die hier ist, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe. Ich hoffe, Laura kommt bald wieder. Ich liebe die so krass über alles, so. Ich brauche die auch. Und ansonsten lerne ich halt auch sehr, sehr viele Leute einfach kennen, so, ne? Daily. Leon, bester Mann, deine Musik wird so abgehen. Freue mich, Bruder. Daryl, ich küsse dein Herz, Bro. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Körper.